Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den sogenannten Marktmachtbericht des Bundeskartellamts für Energie. Und dieser Bericht stammt aus dem Dezember 2019, ist also schon ein paar Tage alt, aber es ist der erste in genau dieser Form gewesen für den Energiemarkt und es kommt wahrscheinlich auch noch in diesem Jahr der zweite heraus. Deswegen will ich das mal ein bisschen auseinandernehmen und euch vorstellen, was darin eben genau beschrieben wird. Ein Marktmachtbericht beschreibt natürlich, welche Unternehmen im Markt, in dem Fall im Energiemarkt, eine beherrschende Stellung haben, die also dort praktisch besondere Größe erreicht haben und geradezu in die Richtung von Monopolisten sich entwickeln könnten, die also wirklich vielleicht eine gewisse marktverzerrende Stellung auch einnehmen könnten. So, jetzt ist es wichtig, dass wir natürlich im Energiemarkt eine klare Vorgabe haben, was die monopolistischen Strukturen im Energienetz angeht. Von denen sind ja die anderen Aufgaben getrennt. Aber zumindest im Kraftwerkspark kann man natürlich auch eine gewisse Menge erreichen und deswegen wird der Markt entscheidend sein. Dazu aber gleich mehr. Erstmal, was genau haben Sie sich angeschaut? Sie haben erstmal sachlich abgegrenzt, was wollen wir uns genauer angucken? Und das ist der sogenannte Erstabsatzmarkt für Energie. Das heißt, Sie haben sich angeschaut, Kraftwerke und genau diese Erzeugungskapazität eben verkaufen. Das sind also nicht Regelenergie, das ist nicht Redispatch, das ist nicht Eigenversorgung mit den eigenen Kapazitäten auf dem Dach zum Beispiel. Das ist nicht irgendwas an Reserven und das ist zum Beispiel auch nicht die, das sind nicht die Erzeugungsanlagen, die über die EEG-Vergütung subventioniert werden, weil die natürlich nicht hundertprozentig Teil eines Marktes sind. Die werden schließlich subventioniert. Also fallen all diese Aspekte raus und übrig bleiben im Großen und Ganzen fossile Kraftwerke. Und das ist natürlich trotzdem extrem wichtig, weil wir immer noch einen sehr absolut signifikanten Anteil der Energieversorgung in Deutschland über fossile Kraftwerke haben. Wer ist also dort entscheidend? Das hat man sich erstmal angeschaut. Dann die räumliche Abgrenzung. Man hat sich angeschaut, was ist eine gemeinsame Gebotszone. Und dort liegt Deutschland zusammen mit Luxemburg und ursprünglich auch Österreich in einer gemeinsamen Zone. Österreich hat sich dann ein bisschen abgespalten, deswegen werden hier vor allem also Luxemburg und Deutschland betrachtet und was dort eben im Energiehandel, im Angebot der Kapazitäten sich genau entwickelt hat. Und dann auch noch die zeitliche Abgrenzung. Dort hat man sich vor allem dann angeschaut, ja, wie hat sich das eigentlich wirklich auf die einzelne Viertelstunde sogar entwickelt, aber dann natürlich auch im Blick auf das gesamte Jahr von Oktober 2018 bis Oktober 2019. Das ist der Untersuchungszeitraum. Und jetzt kommt es eben darauf an, was sind so die Marktanteile und wie kann man die eigentlich genau messen? Und dafür gibt es den sogenannten Residual Supply Index. Der beschreibt praktisch die Unverzichtbarkeit der eigenen Kapazitäten für die Versorgungssicherheit im zeitlichen Verlauf. Das heißt, waren meine Kraftwerke entscheidend unverzichtbar für die Versorgungssicherheit in dem betrachteten Jahr? Wenn ja, dann zählt das in diese Kennzahl rein. Und so hat man sich das eben genauer angeschaut, dass diese Kennzahlen könnten sich noch ändern, dass man in Zukunft auch noch ein bisschen mehr Kostenstrukturen und auch die Nachfrageentwicklung sich genauer anschaut. Aber aktuell geht es einfach mal pur um die Kapazität, die angeboten wird, wie die sich eben im Laufe der Zeit ändert und wie die abgenommen wird und wie entscheidend man eben dann dabei ist. Und da kommt erstmal Verschiedenes raus. Die Datenquellen, die verwendet worden sind, waren unter anderem das Energieinformationsnetz der Übertragungsnetzbetreiber und Daten von EnsoE, dem europäischen Dachverband der Übertragungsnetzbetreiber, über die Smart-Plattform. Kann ich euch auch mal verlinken unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten ein paar interne Daten des Bundeskartellamts. Was kam also raus? Es gibt genau ein Unternehmen, was tendenziell eine fast marktbeherrschende Stellung hat, aber nur noch leicht davor liegt. Sie sind noch nicht marktbeherrschend. Das ist die RWE. RWE ist nämlich natürlich de facto der größte Erzeuger für Elektrizität im deutschen Markt, wahrscheinlich sogar im ganzen europäischen Markt. Warum? Sie haben ja die Kapazitäten von E.ON übernommen. In diesem Deal, wo die Innogy übernommen worden ist, in Richtung E.ON. Aus RWE-Konzern raus zum E.ON-Konzern rein, wurden die Erzeugungskapazitäten von Innogy und von E.ON zur RWE rübergegeben. Habe ich in anderen Videos ja erklärt. Das heißt, RWE trägt jetzt auch alle Kapazitäten, die früher bei der E.ON, zumindest im erneuerbaren Energiebereich, waren. Und genau diese, zusammen mit den alten fossilen Kraftwerken und mit den Kraftwerken von der Innogy, hat RWE jetzt natürlich die meisten Anlagen überhaupt, gar keine Frage. E.ON selbst hat gar keine Anlagen mehr in diesem Kontext. Sie sind nur noch Versorger und Netzbetreiber. Sie haben ja früher auch schon ihre fossilen Kraftwerke in die Uniper gegeben und diese Anteile auch komplett verkauft. Die sind jetzt am Markt gehandelt worden und sind mittlerweile bei Fortum. Das ist der finnische Versorger. Dementsprechend sieht es also folgendermaßen aus. RWE ist
mit Abstand also der größte. Was die Kapazitäten angeht, folgende Angaben: RWE hat 25,1% Marktanteil, die NBW 12,3%, Vattenfall 8,7%, die LEAG aus der Lausitz 8,5% und Uniper 6,2%. Und der Rest ist eben wild über den Markt verteilt. Das ist aber nur die Kapazität. Das ist also nur praktisch das, was das Kraftwerk theoretisch leisten könnte. Was die konkrete Energiemenge angeht, die dann auch wirklich geliefert ist, sieht es noch ein bisschen weiter anders aus. Da liegt nämlich die RWE tatsächlich, was die Menge also angeht, bei 30,2%. Und tatsächlich die LEAG auf Platz 2 mit 16,5%, weil das wahrscheinlich sehr gut gefragte Kraftwerke waren. Also sind diese beiden zusammen schon für fast 50% der Energiemenge in Deutschland hier verantwortlich im betrachteten Zeitraum. Und dementsprechend kann man jetzt sagen, diese 30,2% von RWE im Sinne der Energiemenge sind schon ganz schön viel. Was sagt jetzt aber dieser Faktor, dieser Residual Supply Index aus? Die RWE war mit ihren Kapazitäten leicht unter 5% der Zeit im Jahresverlauf entscheidend unverzichtbar für die Versorgungssicherheit. Und 5% ist praktisch die Marke, ab der es wirklich gefährlich werden wird, ab der eine marktbeherrschende Stellung vorhanden ist. Das heißt, RWE ist gerade noch mal so drunter langgeschlittert. Und genau das ist jetzt eben so interessant, dass sie leicht drunter liegen, deswegen aber natürlich in Zukunft genau beobachtet werden würden. Das heißt, gerade der weitere Atomausstieg und natürlich auch der bevorstehende Kohleausstieg und verschiedene andere Änderungen rund um den Energiehandel sorgen dafür, dass wahrscheinlich die Marktmacht der einzelnen Großen noch ein bisschen größer werden wird über die nächste Zeit. Eventuell werden andere Entwicklungen rund um PPAs und Energiewende und Co. das noch ein bisschen aufweichen, aber erstmal sieht es so aus, dass die einzelnen Großen noch größer werden oder noch eine größere Bedeutung bekommen werden. Naja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt entlang der nächsten Wochen und Monate. Deswegen kommt auch dieses Jahr voraussichtlich noch ein neuer Marktmachtbericht raus, weil man eben genau diese ständigen Entwicklungen, die jetzt gerade kommen, dort mit reinberechnen möchte. Noch ein lustiger Ansatz, der mir so wieder klar geworden ist, als ich das gelesen habe, ganz am Ende im Fazit steht im Großen und Ganzen Folgendes: RWE hatte also leicht unter 5% der Zeit diesen Anteil und waren also leicht unter 5% der Zeit pivotal. So, und jetzt liest man sich das und dann liest man da pivotal als Wort und denkt sich, ja, ist ja schön, was heißt denn das? Wieso kann man das nicht anders formulieren? Denn pivotal bedeutet einfach nur, es hat eine wesentliche Wichtigkeit. Ne? Es ist also entscheidend gewesen für diese Zeit. Und da ist mir wieder klar, warum ich Energiewirtschaft einfach mache, weil man eben genau solche Berichte als normaler Mensch nicht liest. Also genau deswegen versuche ich euch hier die Welt ein bisschen einfacher und greifbarer zu machen. Jedenfalls, was habt ihr so für Ansichten bezüglich der Marktmacht von RWE und Co.? Schreibt die mal unten in die Kommentare. Habt ihr sonst Fragen, auch die unten in die Kommentare. Und ansonsten liked das Video und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und bis zum nächsten Mal bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.